Bjorn, thank you so much for inviting us here to the Playmobil stand. I hear you've got a celebration this year. Ja, das ist richtig. Wir feiern 50 Jahre Playmobil und das ist ein großes, stolzes Jubiläum für uns. Und das wollen wir nicht alleine machen. Wir wollen mit möglichst vielen Menschen feiern, mit unseren Partnern, mit Konsumenten. Und deswegen schreiben wir auch drüber über dieses Jahr: Join the Party. What does it mean for Playmobil to be here at Spielbaden Messe? Ja. Das ist ein wichtiger Ort für uns, denn vor genau 50 Jahren wurde hier Playmobil zum ersten Mal vorgestellt. Und das war ein denkwürdiger Moment, denn zuerst wollte keiner Playmobil so richtig haben. Und dann hatten wir aber das große Glück, dass da ein Einkäufer aus den Niederlanden da war, der das Potenzial von Playmobil erkannt. 50 Jahre Playmobil, da werden neue Produkte an den Start gehen. Da wird es Sondereditionen geben, da wird es vor allen Dingen auch ganz tolle Kooperationen geben und Aktionen mit unseren Partnern. Wir werden im März zum ersten Mal eine Playmobil-Briefmarke haben und wir werden eine Kooperation mit McDonald's haben und wir werden eine Kooperation haben mit dem Deutschen Fußballbund. Da freuen wir uns sehr und da sind wir schon ganz enthusiastisch. Incredibly exciting. I can't wait to see it all pan out. It's incredible. So Julia, I'm used to the Playmobil toddler range being called 1, 2, 3, but it seems like there's a bit of a change coming this year. Yes, so we're having a new relaunch coming to market in June 2024, and we're actually changing from Playmobil 1, 2, 3 to Playmobil Junior, yeah, with a fully new range. And good news, it's actually now made from sustainable material, 90% plant-based. Yeah, so that means that all our nice little toys now have a much more sustainable approach, and it's a big next step on our sustainability agenda. That's a huge change for this range. So you have new properties, new materials. So what can we look forward to seeing on the shelves then for Playmobil Junior? So we're actually having a relaunch of around 40 of our products, of which around, I think, 10 or 11 are going to be real innovations. Again, as you might have seen here, for example, with our partner Disney, yeah, we have, for example, a new castle in the range. So everything that excites toddlers in the age of 1 to 3 up to 4 years. And that new plant-based material that you're spearheading, really, how important is it for Playmobil to be a sustainable product? I think there's two sides. One, of course, is the company side and ambitions, and of course, there's consumer ambitions, right? And I think that the parents today, they look forward to buying something that is sustainable in terms of usage for long term, and on the other side, sustainable in terms of sourcing. And I think here we have a nice bridge between company objectives and parents' objectives. I mean, well, with the big changes you've got for this year, it really feels like Playmobil's looking forward to the future. So best of luck. Can't Thank wait you. To see what you come out with. Thank you, Rob. Thanks a lot. Pleasure.